Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute zum Thema HDR-Fotografie. HDR, High Dynamic Range Fotografie, versucht das fotografisch zu lösen, was unser Auge ja mehr oder weniger locker aus dem Ärmel schüttelt, nämlich eine Szene mit einem großen Kontrastumfang denn bildlich darzustellen. Unser Auge kann solche Szenen, wie wir sie hier auf dem Bild sehen, relativ locker leisten, einen sehr großen Kontrastumfang. Wir können hier zum einen raus aus dem Fenster gucken, das Auge adaptiert sich. Und wenn wir in den Innenraum reingehen, haben wir auch da wieder eine normale Helligkeit. Fotografisch ist das Ganze natürlich schwierig und deswegen ist die Frage heute natürlich, wie bekomme ich das alles drauf? Was gibt es da für komische Ausdrücke? HDR, LDR, DRI, kommen wir nachher noch kurz drauf. Das Ganze soll aber heute nicht wissenschaftlich sein, sondern uns natürlich zu besseren Bildern führen. Deswegen auch gleich zum Dreieck der Belichtung, das wir mittlerweile ja alle kennen, wo wir über Zeit, Blende und natürlich auch die Filmempfindlichkeit sagen, wie viel Helligkeit denn ich im Bild haben möchte. Und das Bild, das wir eben hatten, und die Szene, die wir eben hatten, würde die Kamera ja entweder so abbilden, weil die Kamera einfach einen deutlich geringeren Kontrastumfang abbilden kann. Also entweder so, dass ich auf die Lichter belichte, wie wir sagen, dass wir auf die hellen Stellen des Bildes belichten, sodass hier das, was außen ist, traumhaft gut belichtet ist, aber der Innenraum natürlich viel zu dunkel. Oder aber, dass wir auf die sogenannten Schatten belichten, also das, was im Bild normalerweise relativ dunkel ist. Dann sind natürlich die Lichter des Bildes gnadenlos überbelichtet, wenn ich einen derart großen Kontrastumfang im Bild habe, wie wir sie hier sehen. Das Ganze aus den beiden Bildern einfach zusammengerechnet würde dann wieder so aussehen. Und hier unten eine kleine Darstellung, so dieser Keil, den ich da gemacht habe. Links ganz wenig Licht, schwarz, rechts ganz viel Licht, hell. Das ist so das, was unser Riesenkontrastumfang, den unser Auge ja bewältigen kann, denn da bringt. Und die Kamera, wie gesagt, geringerer Kontrastumfang, mal so vereinfacht dargestellt. So, dieser Bereich kann dann abgedeckt werden. Also das, was unser Auge sehen würde, so von mittlerer Helligkeit bis hin zu einer großen Helligkeit mit der einen Aufnahme, die andere Aufnahme von dem dunklen bis hin zu der mittleren Helligkeit. Das Ganze ein bisschen überlappend. Da wir aber fotografisch gerne den sogenannten Sweet Spot nutzen, also der Bereich der optimalen Belichtung, und das ist halt nicht in den Extrembereichen dessen, was der Sensor leistet, sondern so in den mittleren Bereichen, machen wir sowas natürlich gerne nicht mit einfach nur zwei Aufnahmen, zwei Extremen, sondern mit mehreren, mit vier, fünf, sechs, acht Aufnahmen, die dort dann zusammengerechnet werden zu einem guten Bild. Was braucht man für diese Aufnahmen? Logischerweise braucht man zunächst mal eine Kamera. Dadurch, dass wir hier ja ein bisschen was einstellen müssen, ist es sehr wichtig, dass ich eine Kamera habe, wie eine Systemkamera, wie eine Spiegelreflexkamera oder eine hochwertige Kompaktkamera, wo ich die Belichtung manuell einstellen kann, wo ich nämlich die Blende festregeln kann. Da komme ich gleich noch drauf, warum das mit der festen Blende ganz wichtig ist. Dann, damit wir das während den Aufnahmen nicht bewegen, brauche ich natürlich ein Stativ. Egal, ob das jetzt ein normal großes Stativ ist oder ein kompaktes Reisestativ, wie hier das Gorillapod, einen vernünftigen Kugelkopf brauche ich natürlich auch, um die Kamera sauber auszurichten. Das sind ja die Standards, um die Kamera zu positionieren. Und damit ich beim Auslösen mit der Kamera nicht wackle, brauche ich natürlich einen Fernauslöser. Egal, ob das jetzt ein Kabelfernauslöser ist oder ein Infrarotfernauslöser, je nachdem, was die Kamera dann leistet, da kann man dazu nutzen. Ein paar Tipps noch dazu. Hier sehen wir Andreas Keller am Warten auf das richtige Licht. Das war kurz vor Las Vegas, wo wir dann so den Abend in Las Vegas denn aufnehmen wollten. Hier sehen wir auch schön, wie er neben der Kamera steht, die dort mit dem Fernauslösekabel denn bedient wird. Hier ein Bild mit dem Frank Gelthäuser, wo wir sehr schön einen Trick sehen. Wir achten neben dem Schriftzug Nikon auf die kleine LED, die an ist. Wenn ich nämlich mein Fernauslöser vergessen habe, kann ich mich ja durchaus behelfen, dauert immer nur ein bisschen, mit dem in die Kamera eingebauten Selbstauslöser. Die meisten Kameras haben übrigens einen Selbstauslöser, den ich nicht nur mit 10 Sekunden Vorlaufzeit machen kann, da wird es natürlich ziemlich langweilig, sondern auch mit 2 Sekunden. Nur diese 2 Sekunden reichen in der Regel auch aus, um die Kamera ausschwingen zu lassen. Hier sieht man übrigens sehr schön, wie sich jahrzehntelanges Profi-Studium denn auszahlt. Da Frank Gelthäuser hat hier seine rechte Hand schon ausgestreckt. Man muss wirklich immer ganz bewusst sich hinstellen, um zu sagen, so, und
bei der Auslösung habe ich vielleicht noch die Hand an dem Stativ, aber dann entferne ich mich vom Stativ, um wirklich nicht einfach hier noch eine Wackelei zu machen. Also beim Manipulieren an der Kamera, klar, kann ich mein Stativ festhalten, wie hier der Drahten, aber dann bei der Fotografie logischerweise weg von der Kamera. Das ist auch mit ein Grund, warum wir bei den HDRs ein relativ stabiles Stativ bevorzugen sollten, weil ich ja in vielen Fällen noch an der Kamera zwischen den Aufnahmen herum manipulieren muss. Und es ist ganz klar, wenn es ein ganz leichtes Stativ ist, kann ich dann so eine leichte Verrückung der Kamera haben und das ist dann natürlich toll. Trotzdem ist natürlich auch ein Leitstativ besser als gar keines, wie hier, wo der Andreas Keller den Elephant Rock im Valley of Fire in Amerika denn da fotografiert und ich ihn dabei fotografiere. Hier auch wieder mit dem Gorillapod, das mir überhaupt erlaubt, unterwegs solche Aufnahmen zu machen. Was gibt es bei der Aufnahme selbst dann zu beachten? Wer sich damit auskennt, ein bisschen Histogramm prüfen, dass also die Extremaufnahmen, also die maximalen hellen, maximal dunklen Bilder, also für die Lichter und für die Schatten, dass ich dort auf jeden Fall alle Lichter, alle Schatten komplett drauf habe. Das kann ich über das Histogramm sehr, sehr schön prüfen. Dann nochmal manuelle Belichtung oder eine Zeitautomat. Die Blende bitte nicht anrühren. Die Blende muss über den kompletten Bereich konstant geführt werden. Natürlich eine manuelle Scharfeinstellung, damit ich nicht nebenbei dann nochmal so unterschiedlich scharf gestellte Bilder habe. Der Weißabgleich möglichst auch manuell, damit alle Bilder möglichst ähnlich sind. Das Ganze erleichtert es mir natürlich, wenn ich das mit Rohdaten mache, weil ich dann mich um das Thema Weißabgleich gar nicht mehr kümmern muss, sondern das im Nachhinein machen kann. Und, da komme ich auch gleich nochmal drauf, natürlich in den Rohdaten deutlich mehr Informationen dann mit drin sind. Und falls ich es noch nicht angesprochen habe, nie die Blende ändern. Ich erkläre es nochmal kurz. Blende, klar, das ist das Loch, wo dann das Licht auf den Sensor kommt. Und wir haben ja da normalerweise den gestalterischen Aspekt, dass wir sagen, bei einer geschlossenen Blende großer Schärfenbereich, bei einer offenen Blende kleiner Schärfenbereich. Logisch, wenn ich hier Bilder, die mit unterschiedlichen Blenden gemacht wurden, zusammenrechne, habe ich natürlich eine deutlich unterschiedliche Bildaussage. Also für HDR ganz, ganz schlecht. Deswegen bitte die Blende nicht antatschen. Die Blende ist ein für alle Mal eingestellt und bleibt über die komplette Belichtungsreihe denn stabil. Also nochmal. Entweder auf manuell oder auf Zeitautomatik. Wenn ich es auf einer Zeitautomatik habe, wo ich ja die Blende auch wieder voreinstelle, dann mache ich die unterschiedlichen Zeiten dann ganz einfach über die Plus-Minus-Korrektur der Kamera. Was gibt es sonst noch zu beachten? Die Stufen, in denen ich diese Belichtungsreihe mache, empfehle ich, das mit einer Blende Unterschied zu machen. Ich verwende nachher zwar typischerweise die Bilder, die mit zwei Blenden Unterschied sind. Aber ich kann mir dann zumindest aus der Belichtungsreihe her das aussuchen oder die Bilder aussuchen, die am besten die jeweiligen bildwichtigen Teile optimal in diesem sogenannten Sweet Spot denn da abbilden. Ne? Nochmal, ich mache das Ganze über die Verschlusszeit, im Notfall auch über die ISO, aber typischerweise auch die bleiben fest. Im Normalfall ausschließlich die Verschlusszeit einstellen. Logischerweise vermeiden wir bewegte Objekte, weil wir ja mehrere Aufnahmen hintereinander machen. Und wenn dann Leute durchlaufen, führt das zu Geisterbildern, die je nach Software natürlich in unterschiedlichen Qualitäten dann auch rausgerechnet werden. Eine Bitte noch, mehr Bilder machen, als man denkt. Mehr Bilder, als man denkt, fotografieren. Lieber habe ich ein paar Bilder mehr, die ich nachträglich dann halt zusammenrechnen kann, als dass ich ein paar zu wenig habe. Weil es gibt da das schöne Sprichwort, Speicherplatz ist billiger als eine Fluggebühr. Und damit wir es nicht vergessen, nicht die Blende ändern. Bevor wir gleich in die Nachbearbeitung reingehen, nachdem wir jetzt die schönen Aufnahmen gemacht haben, ein ganz klein wenig Technik dabei. Unser Original hat also sehr viel verschiedene Helligkeitsabstufungen, hier wieder vom dunkelsten zum hellsten. Vielleicht hat man schon mal was von diesen so und so viel Bit Farbtiefe oder Helligkeitsabstufungen gehört. Ganz kurze Theorie dazu. Ein Bit Farbtiefe wäre, dass ich zwei Abstufungen habe, nämlich 2 hoch 1.
2-Bit sind dann folglich 2 hoch 2, 4 Abstufungen, 3-Bit 2 hoch 3, 8 Abstufungen und so weiter, 2 hoch 4 und so weiter. Das Typische, mit dem wir heute arbeiten, sind ja die 8-Bit, also 2 hoch 8, 258 Abstufungen. Da haben wir im Prinzip schon kaum Unterschiede in den verschiedenen Helligkeiten. Das ist auch das, wie unsere typischen Anzeigegeräte arbeiten, also unsere Monitore, mit dem auch eigentlich die ganzen Druckverfahren arbeiten, mit 256 Abstufungen in der jeweiligen Farbe. Farbe komme ich dann gleich nochmal drauf. Wir bewegen uns zunächst nochmal im Schwarz-Weiß-Bereich. Der Tipp mit den Rohdaten ist auch deswegen, weil unsere Rohdaten haben nämlich 10, 12, 14 Bit Farbtiefe pro Farbe. Und das heißt, wir haben hier pro Farbe eine Abstufungsmöglichkeit, nicht von 256, sondern von 1024 bis gar 16.384 Abstufungen. Das heißt, ich habe eine deutlich feinere Abstufung und logisch, je feiner die Abstufung, desto mehr Details kann ich dann auch darstellen. Deswegen ist es übrigens auch wichtig, dass das HDR-Programm möglichst eine hohe Farbtiefe denn auch unterstützt. Da komme ich aber dann gleich nochmal drauf bei den verschiedenen Programmen. Jetzt waren wir nur bei Schwarz-Weiß, wir wollen aber bundische Bilder haben und die bundischen Bilder, die kommen natürlich dann auch aus den verschiedenen Farben Rot, Grün, Blau. Und wenn ich diese drei Farben jeweils auf 0 habe, ist ganz klar, kommt natürlich Schwarz raus. Wenn ich alle auf, wir haben ja 256 verschiedene Abstufungen, 0 bis 255, wenn ich also alle bis auf 255 habe, kommt natürlich Weiß raus. Wenn ich den ersten Wert, das Rot, auf 255 habe, kommt natürlich Rot raus. Wenn ich den zweiten Wert, Grün, auf 255 habe, kommt Grün raus. Und wenn ich den dritten Wert, den Blauwert, auf 255 habe, kommt Blau raus. Wenn ich zum Beispiel zwei Werte, Rot und Grün, mische, kennen wir alle noch vom Farbkasten, kommt Gelb raus. Ich kann natürlich auch jede beliebige Abstufung machen und wer gut im Rechnen ist, weiß natürlich, dass ich 256 mal 256 mal 256 denn aufgrund 16,7 Millionen Farben denn da komme. Da sind wir wieder bei dem Vorteil bei den Rohdatenformaten, wo ich halt nicht mit 8-Bit Farbtiefe pro Farbe arbeite, 8-Bit Farbabstufung. Sondern mit deutlich mehr, 10, 12, 14, habe ich natürlich Milliarden Farbmöglichkeiten, die das Ganze natürlich schon rauskommen. Jetzt will ich aber nicht weiter auf die Folter spannen. Jetzt geht's rein in die Praxis, in die Software. Den Part wird der Benedikt Hartmann von Globell übernehmen. Am Beispiel einer sehr, sehr schönen Software, nämlich HDR Expose 2, die intern mit 32-Bit arbeitet, also eine sehr, sehr hohe Farbtiefe bietet, um wirklich eine extreme Farbtreue zu haben. Von meiner Seite aus wünsche ich schon mal allzeit gut Licht. Nicht die Blende ändern. Viel Spaß noch 2012. Weitere Tipps gibt es natürlich wie immer unter facebook.com digiguru Martin und ich übergebe nach Köln. Hallo Benedikt. Ja, hier spricht Köln. Martin, wunderbar erklärt. Ich würde mal sagen, 12 Punkte nach Erlangen. Gerade die so wichtigen Themen wie Farbtiefe, 8-Bit, 10-Bit, 12-Bit, 16-Bit, denn das ist entscheidend für eine wirklich gelungene HDR-Aufnahme. HDR Expose 2 arbeitet sogar mit 32-Bit, man hat also das volle Volumen zur Verfügung und diese Technik gepaart mit anderen Techniken macht es eben möglich, dass bei HDR Expose 2 die Bilder sehr natürlich aussehen. Und man kann Helligkeit und Farbe, zeige ich nachher, getrennt einstellen und man kriegt nicht diesen typischen HDR-Effekt, den man eigentlich ja nicht haben möchte. Man sieht hier oben auf der rechten Seite, dass dieses Bild einen Dynamikumfang von 16 Blendenstufen hat. Das ist eine Menge und man sieht diesem Bild erstmal nicht an, dass es sich um ein HDR-Bild handelt, aber die meisten Sensoren unserer Kameras werden damit eigentlich komplett überfordert. Bei HDR Expose 2 habe ich die Möglichkeit, mir erstmal das Bild von seinem Lichtverlauf oder Belichtungsverlauf über einen Film anzusehen. Hier ist rechts oben eine Play-Taste, kennt man vielleicht noch von älteren Kassettenrekordern oder CD-Playern. Da drücke ich jetzt mal drauf und jetzt läuft gleich ein Film ab, wo ganz genau gezeigt wird, was in dem Bild steckt an Lichtwerten. So dass man sich da erstmal einen Eindruck drüber holen kann und mit dem man arbeiten kann. Hier weiter unten sieht man Voreinstellungen. Da sind auch interessanterweise ein paar Schwarz-Weiß-Voreinstellungen drin. Ich kriege immer mehr Spaß an der Schwarz-Weiß-HDR-Fotografie. Auch da macht es ja Spaß, durchzeichnete Bilder zu haben.
Hier oben rechts ein Histogramm. Und dann sehen wir hier in diesem Histogramm so einen ja, grauen Block. Das ist der Bereich, den mir der Bildschirm anzeigen kann. Der Bildschirm kann natürlich nicht so viel wie das eigentliche HDR-Bild. Tonmapping bedeutet ja, man muss ja alles das zusammenquetschen, was man vorher ja, aufgenommen hat. Und diesen Bereich kann ich jetzt verschieben. Ich kann mir jetzt eine Voreinstellung quasi wählen, in welchem Bereich ich im Histogramm arbeiten möchte. Für die, die eben mehr aus den Presets rausgehen möchten und ein wenig mehr manuell arbeiten möchten, ist das bei HDR Expose 2 auch sehr einfach. Ich schalte jetzt mal auf das Bild um, was am Vortrag kam, nämlich diese Innenaufnahme. Ja, hier ist es. Man sieht hier die Gegenlichtaufnahme vom Fenster aus, ja, das Licht kommt von draußen, innen drin ist gar keine Beleuchtung. Und auch hier lasse ich den Belichtungsfilm erstmal abfahren und es wird genau das gezeigt, was Martin Wagner vorher im Vortrag erwähnte. Das würde in etwa die Kamera aufnehmen oder eben, wenn man auf den Innenraum belichten würde, das zum Schluss aufgehellte Bild. Hier hingegen sehen wir im Fenster und im Innenbereich Zeichnung. Auch hier 17 Blenden Unterschied. Auch das würde fast jeden Sensor überfordern. Wenn man zu den manuellen Einstellungen kommt, hat man natürlich die Tonmapping-Einstellungen. Hier kann ich beispielsweise die Belichtung einstellen nachträglich. Ich kann Lichter und Schatten getrennt einstellen. Man ein bisschen auf die Fenster achten jetzt, wie sich das verändert. Und ich kann auch mit dem Schatten arbeiten und den genauso einstellen, wie ich das gerne hätte. Eine schöne Sache findet sich in der Palette Tonwertanpassung und da gibt es Pinseleffekte. Es ist ja so, durch den Lichtschein bilden sich ja Schatten im Bild. Und wenn ich die jetzt aufhellen möchte, geht das mit HDR Expose 2 wunderbar und einfach. Ich gehe in die Funktion Abwedeln und Nachbelichten, klicke Nachbelichten ein und um das Video hier ein bisschen das Ganze zu verdeutlichen, nehme ich die Belichtung und die Pinselgröße ein wenig nach oben und gehe jetzt hier in den Schattenbereich hinein und man sieht jetzt hier, wie das Ganze auffällt und ich Teilbereiche im Bild getrennt bearbeiten kann. Das ist natürlich eine feine Sache. Das macht wirklich eine partielle Bildbearbeitung im HDR-Bereich möglich. Für die Farbeinstellung, da bietet HDR Expose 2 auch was Besonderes. Öffne ich mal ein anderes Bild. Dieses Bild habe ich mit einer Kompaktkamera aufgenommen, die schon, naja, auch hier schon überfordert gewesen wäre. Kompaktkamerasensoren haben durch ihre Bautechnik nicht unbedingt diesen großen Dynamikumfang wie Spiegelreflexkameras und man sieht ein sehr dominantes Rot. Im Hintergrund sieht man rechts oben an der Leiste, öffnet sich das Bild noch und auch hier fast 10 Blendenstufen Belichtungsunterschied. Auch da gibt es die Möglichkeit, im Histogramm das Ganze, meine Voransicht oder meinen Arbeitsbereich zu verschieben. Und ich gehe jetzt mal direkt in die Farbeinstellung rein. In der Farbeinstellung habe ich die Möglichkeit, erst einmal den Weißabgleich zu verändern. Das ist dann auch sehr gut möglich, wenn ich beispielsweise ein RAW-Format einlese, was immer die bessere Wahl ist, wenn ich mit HDR arbeite. Man sieht hier eine Ausgangsfarbe, die man wählen kann mit einer Pipette. Und ich gehe jetzt einfach mal in das Rot hinein. Und wenn ich ein bisschen runterschiebe die Palette hier, sieht man, dass ich die Belichtung einstellen kann und zwar getrennt von der Farbe. Ich kann sie etwas heller machen, etwas dunkler machen, wo es übertrieben ist. Und ich kann die Farbe an sich in dieser Farbpalette verändern. Ich schiebe das mal in Richtung Gelb. Sicherlich jetzt visuell nicht so toll, aber einfach um zu sehen, was möglich ist. Das ist eben diese spezielle HDR Expose 2 Technologie, dass ich so arbeiten kann. Das führt eben dazu zu wunderbar natürlichen Ergebnissen. In der realen Welt würde man es vielleicht etwa so machen, dass die Rose etwas kräftiger ist in dem Bereich und sich vom Grün abhebt. HDR Expose 2 eignet sich für den, der sagt, ich möchte nur die Automatik nehmen. Es werden wunderbare Presets angeboten, mit denen man arbeiten kann. Aber auch wirklich die gezielte Bildbearbeitung im HDR-Bereich ist extrem einfach und ohne große Vorkenntnisse machbar.
Man wird belohnt mit wirklich außergewöhnlichen Bildern, die einen überzeugen. Und gerade tagsüber, man unterschätzt oft, wie groß die Schatten- und Helligkeitsunterschiede sind, hilft die HDR-Fotografie wirklich zu tollen Bildergebnissen zu erlangen. Dank der 32-Bit-Technologie wirken die Bilder sehr natürlich und sind nicht von einem normalen Foto zu unterscheiden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der HDR-Fotografie und HDR Expos 2.